Hallo ihr Lieben, hier ist Diane von Neko. Wir haben auf der H&H-Kolonie 2019 in Köln ein neues Produkt vorgestellt. Das Strickspiel in der Bambus Flex Edition von Neko. Was ist neu an der Stricknadel? Die einzelne Stricknadel besteht aus zwei Bambuspins, welche über einen elastischen Kunststoff miteinander verbunden sind. Der Bambus ist japanischer Mosobambus. Er hat eine sehr hohe Qualität, er hat wunderbar verarbeitete Spitzen und eine glatte Oberfläche. Die Länge der Pins und auch durch die Kurve liegt sehr gut in der Hand, das seht ihr hier. Ich kann gut die äußere Handkante auf der Nadel abstützen beim Stricken. Die Nadel hat von Anfang an, von dem einen Ende der Spitze bis zur anderen Spitze, einen konstanten Durchmesser. Das seht ihr hier. Die Übergänge sind so gearbeitet, dass hier weder Metall noch Kleber verwendet wurde. Dadurch hat man einen glatten Übergang von dem einen Ende bis zu dem anderen Ende. Die Form dabei ist entscheidend und ist von uns patentiert. Ihr seht, wenn ich hier eine Nadel nehme und noch eine zweite, und da die Maschen drauf sind, bilden beide zusammen einen Kreis. Und ich kann ganz kleine Durchmesser damit stricken, zum Beispiel für Fingerhandschuhe oder Socken oder wenn man Tierchen strickt und so weiter. Weitere Videos dazu seht ihr auf unserem YouTube-Kanal oder unter www.nekonit.com. Das Neko Bambu Flex Strickspiel gibt es derzeit in folgenden Größen. Jede Farbe hat ihre eigene Stärke. In der Stärke 2, 2,5, 3 und 3,5. In Zukunft werden wir noch weitere Stärken hinzufügen, unter anderem die XL-Varianten. Ich wünsche euch viel Spaß mit euren Nekos, eure Diane.